Mein Lebensraum, meine Autos, meine Handys sind bis jetzt immer noch eigentlich nur größer geworden. In Amerika gibt es ein Movement, das heißt Tiny House Movement. Und da gibt es eine Serie, die schaue ich gerade mit meiner Frau, die heißt Tiny House Nation. Und da geht es darum, dass Leute von großen Häusern in ein kleines Haus, in ein Mini-Haus umziehen. Also sie haben dann statt 300 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter plötzlich nur mehr 30 Quadratmeter. Und das ist alles, da ist jeder Quadratmillimeter geplant. Das sind wahre Schmuckkästchen. Du kannst das gern mal googeln. Es ist unglaublich, was man alles unterbringt und wie wenig Platz man eigentlich braucht und wie glücklich im Endeffekt die Leute sind, wenn sie sich verkleinern. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich noch im Kloster war, wie ich Mönch war, hatte ich einen 70-Liter Rucksack und ich war echt so happy, dass ich da meine ganze Habe hineingebracht habe. Weil wenn ich, sie ist öfters umgezogen, und wenn ich von einem in ein anderes Zimmer oder in ein anderes Haus gewechselt habe, dann war ich nach 5 Minuten fertig, weil ich habe alles in meinen 70-Liter-Rucksack reingestopft und das war's. Und ich kann mich erinnern, es war eine super Zeit. Ja? Auf was will ich eigentlich raus? Johannes der Täufer sagt, ich muss kleiner werden, damit er wachsen kann. Es heißt auch, selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und diese Armut impliziert Verzicht, aber man verzichtet immer aufgrund eines größeren Guts, das man vor Augen hat. Ja? Weil durch das Arm, geistlich arm werden, das heißt, im Herzen die Dinge nicht besitzen wollen. Dein Kontostand ist egal. Wie viel du materiell besitzt, das ist ganz egal. Die Frage ist, wie du im Herzen, wie dein Herz seine Hand auf die Dinge legt. Ja? Ob diese Dinge der Schatz deines Herzens sind oder ob es Gott ist. Weil das, wenn du spirituell wachsen willst, wird sich immer mehr gegenüberstehen. Ja? Es wird immer subtiler. Das ist ganz klar, das ist ganz normal. Ja? Weil Gott will, dass du ihn von ganzem Herzen, und zwar in echt, nicht nur mit den Lippen, nicht nur mit deinem Kopf oder so dahingesagt, sondern ganz konkret von Stunde zu Stunde in deinem Alltag soll das echt sein und soll es sich hier sehen und beweisen lassen, dass wirklich Gott an der ersten Stelle steht. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, in die wir hineinwachsen dürfen. Ja, ja, Gott allein genügt. Verzichten wir auf Rechthaberei, verzichten wir auf viele Worte, die uns sowieso immer wieder in die Bredouille bringen. Weil das, was uns die meistens in die Bredouille bringt, ist das. Die Zunge. Zu viel reden, rechtfertigen, Recht haben, richten, über andere urteilen, sich in den Mittelpunkt stellen, spielen. Verzicht auf Input, der uns zu sehr sorgt und beschäftigt. Das kann man gut bei Ignatius von Loyola nachlesen. Was tut mir gut? Ich muss nicht alles wissen, was in der Welt passiert. Vor allen Dingen dann, wenn es dich so sehr sorgt, dass du keine Gebetszeit mehr halten kannst. Das ist bedenklich. Oder es dich so sorgt, dass es dich dann in deiner Gebetszeit die ganze Zeit beschäftigt. Weil jeden Input, den du dir zusätzlich verschaffst, musst du verarbeiten. Und du wirst, wenn du in die Stille gehst, wirst du sehen, was alles hochkommt. Nicht? Und das ist ja oft das Schwierige, alle diese Gedanken, Sorgen und Nöte zu durchtauchen. Aber es steht im Weg, weil diese Sorgen und Nöte, diese Unruhe auch gleichzeitig ein Mangel an Vertrauen an Gott aufweist, unweigerlich. Das steht dem entgegen. Und deswegen dauert es auch oft so lange, bis dass wir wirklich auch in den Genuss der Gegenwart Gottes kommen. Weil wir das alles zuerst einmal loswerden müssen, was uns so beschäftigt. Also, wenn du gleich darauf verzichtest, dich mit Dingen zu befüllen, die dich dann so beschäftigen
und dich im Endeffekt von Gott fernhalten. Wenn du da gleich drauf verzichtest, dann bist du viel schneller bei Gott. Und dann bist du viel schneller in dieser Süße seiner Gegenwart. Und in dieser Freiheit. Und wenn der Herr da ist, was gibt's Schöneres? In diesem Sinne, ring dich durch, dich zu verkleinern. Gott allein genügt. Sei gesegnet. Hey!